Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, Bibury oder Bibury hat mal wieder ein neues Multitool rausgebracht, was ich euch auf jeden Fall einmal zeigen möchte. Ihr seht es ja hier schon, ich habe schon einige Bibury Multitools, weil ich die tatsächlich zum einen nicht nur günstig, sondern tatsächlich auch wirklich gut finde. Und deshalb beobachte ich immer so ein bisschen den Markt und schaue, was denn da Neues rauskommt. Ja, und das neue Schätzchen hier. Das sieht optisch tatsächlich richtig lecker aus. Ihr seht es, zum einen hat sich hier die Oberfläche etwas verändert. Da sind jetzt so, ja, kleine Punkte eingelasert worden. Das macht jetzt wirklich nicht irgendwas an der Griffigkeit aus, aber es sieht halt optisch tatsächlich ziemlich cool aus. Früher hatte Burberry ja einfach diese glatten Oberflächen. Hierbei hat man halt auf diese neuen Griffschalen gesetzt und was ihr jetzt auch schon erkennen könnt, sind diese schwarzen Tools, die hier angebracht sind. Und die haben es wirklich in sich. Zum einen haben wir hier eine Wellenschliffklinge mit so einem Seilcutter oder Gurtcutter. Das Ganze natürlich arretiert, dass es halt nicht von selber wieder reingehen kann. Man muss also hier die Arretierung wieder lösen. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine Säge mit wirklich brutal langen Zähnen. Also das ist eine sehr aggressive Säge. Ich schaue mal, ob ich hier vergleichsweise. Das ist also die alte Sägeform, die man früher hatte. Und das ist die neue. Und da sieht man schon, die Zähne sind bei dem neuen Tool nicht ganz so breit ausgeformt, aber dafür wesentlich länger. Ob das jetzt Vorteile oder Nachteile hat, wird sich noch zeigen. Ich glaube, für trockenes Material dürfte das tatsächlich besser sein. Bei nassem Material müsste man dann schauen. Gegenüber haben wir dann natürlich noch eine normale Klinge. Auch diese ist arretiert. Und zu guter Letzt eine kleine einfache Schere. Das Ganze ist gut geölt, wenn ihr das sehen könnt. Also man hat auf jeden Fall Angst vor Rost. Aber die Schere ist natürlich federnd gelagert, sogar mit. Da ist richtig Wumms drauf auf dieser Feder, passt auf. Sehr übertrieben, aber gut. Es ist eine Schere. Jetzt schauen wir mal, wie gut die Schere ist. Ja, das gewöhnlich gut, würde ich sagen. Nehmen wir mal hier ein bisschen etwas dickeres Material. Ja, auch das wird einmal freigeschnitten. Also die Schere ist tatsächlich gut. Was mich jetzt schon so ein bisschen ärgert, ist natürlich das ganze Öl, was hier drauf ist. Das wird sich zwar mit der Zeit abarbeiten, aber man hätte es vielleicht nicht ganz so sehr übertreiben müssen. Ich glaube, die Schere wird tatsächlich im geschlossenen Zustand angeklappt. Ah, okay, dann macht es eher Sinn. Also an der Feder rausholen, etwas aufklappen. Ah, und dann geht es tatsächlich ganz leicht. Ich hatte vorher versucht, das im geschlossenen Zustand einrasten zu lassen. Und dann drückt man natürlich gegen die Feder, weshalb man Probleme hat, das hier einrasten zu lassen. Das heißt, etwas die Schere öffnen und dann geht es wirklich ganz, ganz leicht. Aber das Gleiche ist natürlich auch, wenn man das arretiert hat und man möchte es wieder einklappen. Wenn man dann die Schere schließt und möchte das einrasten, das heißt, man drückt wieder gegen die Feder, dann kann man hier drauf drücken, wie man will. Es geht nicht runter. Okay, muss man wissen. Ich wusste es tatsächlich vorher nicht, weil es bei den anderen Messern anders gelöst ist. Aber wir haben Schere, Säge, Wellenschiffklinge und normale Klinge. Das Ganze natürlich in Schwarz, wobei ich mir jetzt schon sicher bin, das ist nicht wirklich in die Klinge eingearbeitet. Das ist einfach nur oberflächlich lackiert. Das bedeutet, wenn ihr damit arbeitet, wird sich das mit der Zeit abnutzen. Aber dadurch bekommt das Tool dann halt eine ganz eigene Charakteristik. Und das Tool hat mich jetzt 26 Euro gekostet. Also ihr könnt das gerne mal mit Leatherman vergleichen oder mit Victorinox. Da geht unter 100 Euro so gut wie gar nichts. Das Tool hier kostet 26 Euro und ganz ehrlich, wenn es kaputt ist oder wenn hier der Lack abgeht an den Schneiden, dann ist es mir persönlich tatsächlich eigentlich egal. Auf der Rückseite ist übrigens noch ein schöner Clip angebracht. Der hat auch ordentlich Zug. Hält auch ganz ordentlich. Das passt also auch. So, wenn wir jetzt weitermachen, kommen wir natürlich zu der
Zange. Die ist leider nicht federnd gelagert, wäre schön gewesen. Aber was schon schön ist, die Schneiden vom Abisolierer, die kann man auswechseln. Auch die sind ordentlich bissig. Hier vorne sehe ich jetzt gerade, ist so ein ganz kleiner Grat an der Zange. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Film erkennen kann. Aber hier vorne an den Spitzen ist der letzte Zahn etwas länger als wie die übrigen Zähne. Und wenn man das Ganze schließt, ich muss das mal etwas gegen das Licht halten. Wenn man das Ganze schließt, vielleicht kann ich das irgendwie für euch sichtbar machen, kommt noch etwas Licht durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den anderen Tools früher auch so gewesen ist. Ich nehme einfach mal jetzt das hier her. Halt das mal kurz gegen das Licht. Aber da war genau tatsächlich das Gleiche. Also hier ist es auch so. Der letzte Zahn ist tatsächlich immer etwas länger, wodurch keine, ja, ich sag mal, glatte Fläche möglich ist, wenn das Teil geschlossen ist. Also hier hinten bleibt ein kleiner Spalt offen und vorne liegt es bereits an. Und so ist das bei dem neuen Tool jetzt auch. Wobei das hier nicht so sehr ins Auge fällt, wie es bei dem anderen Tool. Das heißt, der Spalt hier hinten von der Zange, von der geschlossenen Zange, ist hinten etwas breiter auseinander als wie vorne. Aber wir reden hier wirklich von Zehntel Millimetern. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Riesenspalt entsteht. Ich weiß nicht, ob das eine Fertigungstoleranz ist oder ob das bewusst so gewählt worden ist. Dann haben wir hier dabei einen Bithalter mit Kugel gehalten. Natürlich könnte man hier unten auch so einen kleinen Magneten reinkleben. Das habe ich ja jetzt bei meinem Cybertool zum Beispiel schon mal gezeigt. Einfach unten einen kleinen Magneten reinkleben. Dann kann man auch ganz normale Bits hier verwenden. Hier hat man halt die kugelgelagerten Bits verwendet, die tatsächlich aber etwas locker sitzen. Da hatte ich gedacht, das wäre etwas fester. Sie fallen jetzt nicht raus. Da muss man keine Angst vor haben. Aber man kann es tatsächlich sehr, sehr leicht wechseln, weil es halt unglaublich leicht wieder rausgeht. Ich habe auch das Gefühl, dass von hinten irgendwie so eine Feder gegendrückt, die das Rausziehen erleichtern soll. Aber es ist natürlich damit zu arbeiten. Also es verdreht sich da nichts. Es sitzt auch so weit fest, dass man damit arbeiten kann, ohne dass es von alleine rausfällt. Und wie ihr sehen könnt, ist hier zum Beispiel ein breiterer Schlitz und ein Kreuzschlitz dabei. Aber im Lieferumfang ist natürlich die Tasche. Und hier werden nochmal drei weitere Bits mit sechs verschiedenen Schraubmöglichkeiten geliefert, die halt schon gratis im Lieferumfang dabei sind. Die sitzen tatsächlich richtig saftig hier in dieser Halterung. Wäre schön gewesen, wenn das beim Messer auch so gewesen wäre. Natürlich auch Kugel gelagert. Das passt also soweit. Und dann haben wir auf der zweiten Seite noch ein paar kleine Tools. Da haben wir zum einen, okay, man holt direkt alles raus. Hier haben wir eine Feile, die tatsächlich auch ordentlich Biss zu haben scheint. Aber bei Feilen ist natürlich das Thema, wie schnell setzt sich das Ganze zu, beziehungsweise wie lange ist es realistisch brauchbar. Dann haben wir hier, was ist das, eine Ahle? Oh ja, das ist eine Ahle. Man erkennt es nicht, weil die Schneide mitlackiert wurde. Hier auf der Seite kann man das ganz schwach erkennen. Die ist wirklich richtig scharf. Da muss man wirklich schon aufpassen, dass man sich nicht daran schneidet. Dann haben wir hier diesen Dorn. Ich glaube, das ist für SIM-Karten vom Handy zum Rausholen. Beziehungsweise ist es zumindest kein Schraubendreher, weil es vorne einfach spitz ist. Dann haben wir noch einen etwas breiteren Flachschraubendreher. Und natürlich den Dosenöffner. Ebenfalls mit Abisolierer. Und das ist tatsächlich eines der ersten Tools, wo ich keinen Flaschenöffner dran sehe. Ich brauche den tatsächlich nicht, weil ich gar nicht so der Biertrinker bin. Aber normalerweise ist ja bei jedem Tool ein Flaschenöffner dabei und hierbei jetzt eben nicht. Ja, das ist das neue Bibury Multitool. Es ist etwas schwierig, diese Tools zu finden, egal ob man jetzt bei eBay sucht, bei Amazon oder was weiß ich wo, denn die haben keine konkreten Namen. Die nennen ihre Sachen eigentlich immer Bibury Multitool Pliers, klar, Zange. Und anstatt die jetzt zum Beispiel sagen, Bibury Multitool
XYZ, dann wüsste man, ah, okay, wenn ich jetzt danach google, dann finde ich das auch direkt. Geht so leider nicht. Das heißt, man muss die ganze Liste an BIBERY Multitools durcharbeiten, bis dass man eben bei diesem Tool hier angekommen ist. Und als kleines Fazit zu dem Tool, wie gesagt, ich bin mit den BIBERY Multitools wirklich sehr zufrieden. Ganz einfach, weil ich mit denen ganz anders umgehe, als wie zum Beispiel mit meinen Leatherman oder mit meinen Victorinox oder Gerber etc., was ich habe. Da ist man etwas vorsichtiger, weil da kosten die Tools 100, 150, 200 Euro. Und wenn dir da was kaputt geht, ja, dann bist du echt traurig. Hier bei dem Tool für 26 Euro, das größte Tool hiervon kostete, glaube ich, mal 56 Euro. Das war dieses hier. Da war ja diese auswechselbare Pfeile dabei, die man durch eine Säge ersetzen konnte oder durch andere Tools. Und auch hier Wellenschliffklinge, normale Klinge, Schere, alles dabei. Das Ganze wirkt auch etwas hochwertiger und ist auch von der Größe her ein brachialer Unterschied. Wie gesagt, das hat damals, ich glaube, um die 56 Euro gekostet. Das hier, ich meine 26 wären es gewesen, sollte aktuell eigentlich um die 40 Euro kosten. Aber es gab halt diesen 30% Promotion-Rabatt darauf. Das heißt, wenn BIBERY neue Tools rausbringt, dann geben sie immer ordentlich Rabatte auf diese Tools. In dem Fall 30%. Daher der Preis von 26 Euro, was etwas krumm ist. 26 Euro ist aber hierfür wirklich, wirklich ein super Preis, weil man kann die Tools verwenden. Natürlich muss man sich damit abfinden, dass vielleicht nicht alles so zu 100% funktioniert, wie man das jetzt von einem teureren Multitool erwartet. Oder dass man mit so kleinen Stolpersteinen arbeiten muss, wie mit der Schere. Weil normalerweise, ganz ehrlich, man geht hin, klappt die Schere auf, lässt die einrasten und dann kann man damit arbeiten. So ist der normale Vorgehensweise. Hier muss man halt zuerst aufklappen, dann lässt es sich einrasten. Man hört es auch ganz deutlich. Und dann ist die Schere zu verwenden. Wie gesagt, wenn man das einmal weiß, dann ist es okay. Was mich auch etwas nervt, ist dieses ölige Gesiffe hier überall drauf. Ist natürlich schön, dass es das Ganze nicht rostet. Aber zu viel ist zu viel. Und wenn man zu viel Öl drauf gibt, dann kann es erst recht rosten. Es sind aber, wie gesagt, Kleinigkeiten, mit denen man sich arrangieren muss. Und man hat auf jeden Fall ein wirklich cooles, günstiges Werkzeug dabei, was einem bei einfachen Arbeiten unterstützt. Zumal in der Regel wird ja eh immer ein Messer verwendet oder eben halt die Wellenschliffklinge. Wie gesagt, mit diesem Seil- oder Gurtschneider finde ich schon sehr interessant, dass diese Option dabei ist. Man hat auf jeden Fall immer die Möglichkeit, sich mal eine Wurst zu schneiden oder einen Apfel zu schneiden, zu schälen etc. Das ist also kein Problem. Und für 26 Euro macht man da auf gar keinen Fall was verkehrt. Wenn man natürlich auf Qualität setzt, ja, dann muss man halt auch etwas mehr investieren. Da würde ich dann eher wirklich in die Richtung Victorinox oder eben Leatherman gehen. Zum reinen Spielen, zum Kaputtmachen, um draußen irgendwie im Wald da auf Holz herumzuhacken, zu schnitzen etc. würde ich aber dann tatsächlich lieber so etwas nehmen, weil wenn da irgendwas kaputt geht oder es stumpf wird und ich mich beim Schleifen üben möchte, dann nehme ich doch lieber so ein günstiges Tool her, als wie die großen, teuren Tools zu versauen. Ja, so viel zum neuen BIBERY Multitool. Was sagt ihr dazu? Ich bereue den Kauf nicht. Für 26 Euro echt ein Schnapper. Für 40 Euro hätte ich nochmal hin und her überlegen müssen, ob ich es mir dafür hole. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich es mir auch für 40 Euro gekauft hätte. Denn ihr seht ja, ich habe jetzt schon eine ganze Palette an Multitools. Das ergänzt doch mal das komplette Sortiment. Schön wäre mal, wenn BIBERY auf die Idee kommen würde und so die krassesten Sachen von ihren Messern in einem vereinen würde. Also gerne so ein großes Tool wie dieses hier, aber dann halt noch dabei mit diesem Glasbrecher, mit diesem Feuerstahl dabei, dieser Signalpfeife. BIBERY bringt auf jeden Fall jedes Jahr neue Tools raus. Ich glaube, es sind pro Jahr so um die 3 Tools, die neu herauskommen. Finde ich sehr ordentlich, sie geben sich wirklich Mühe. Natürlich kupfern sie bei den großen Herstellern sehr viel ab, bauen auch sehr viele Teile einfach 1:1 nach. Aber sie machen es ganz okay. Und von daher bin ich damit zufrieden. Was sagt ihr dazu? Lasst mich eure Meinung gerne mal wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bis dahin, ciao.